Wie konnte das passieren? Seitdem vor knapp einem Jahr in Duisburg die Megaparty zur Megakatastrophe wurde, fragen sich das Jugendliche, Familien und Politiker. Was als laute Love Parade begann, endete im fast stillen Schock, bei dem nur noch die Sirenen der Rettungswagen wirklich laut zu hören waren. Das Mahnmal für die 21 Toten wurde vor kurzem eingeweiht. Auch die Staatsanwaltschaft versucht zu klären, wie konnte das passieren. Jetzt wurde bekannt, die Stadt hätte diese Riesen-Techno-Party so niemals genehmigen dürfen. Und der Oberbürgermeister, dessen langes Schweigen viele Duisburger nicht verstanden, meldete sich zu Wort. Thorsten Beermann. Sehr oft geschieht es nicht, dass die richtigen Worte so falsch klingen. Ein Jahr zu spät, abgelesen vom Blatt und ein wenig verschanzt hinter den Duisburger Ratsmitgliedern, versucht sich Oberbürgermeister Adolf Sauerland darin, worauf seine Stadt seit der Love Parade-Katastrophe wartet, eine Entschuldigung. Als Oberbürgermeister dieser Stadt trage ich moralische Verantwortung für dieses Ereignis. Es ist mir ein persönliches Bedürfnis, mich an dieser Stelle bei allen Hinterbliebenen und Geschädigten zu entschuldigen. Eine moralische Verantwortung erkennt er an. Endlich, aber viel zu spät. Das sagen viele, deren Angehörige bei der Love Parade zu Schaden kamen. So wie Jürgen Hagemann, dessen Tochter schwer verletzt wurde. Es ist ein Jahr vergangen und ein ehrliches Wort des Bedauerns, am liebsten persönlich von Angesicht zu Angesicht. Darauf haben wir damals gewartet. Das hätte uns auch gut getan. Heute, nein, bitte nicht mehr. Die große Frage bleibt, wer ist verantwortlich für die Katastrophe im vergangenen Juli? Oberbürgermeister Sauerland jedenfalls nicht, das schreibt die Staatsanwaltschaft Duisburg in ihrem Zwischenbericht ausdrücklich. Minutiös schildern die Ermittler eine ganze Kette von verhängnisvollen Fehlern. Die Mitarbeiter der Stadt hätten die Rampe, auf der es später zum Gedränge kam, vorher gar nicht begangen. Sie hätten das Sicherheitskonzept des Veranstalters unkritisch übernommen, obwohl Mängel bekannt waren. Fazit der Ermittler: Die Erteilung der Genehmigung erfolgte rechtswidrig. Die Veranstalterfirma Lopavent habe die vorgeschriebenen Lautsprecher für Durchsagen nicht installiert. Statt 12 sogenannter Pusher, die Raver aufs Gelände leiten sollten, sei in der kritischen Zeit kein einziger eingesetzt gewesen. Die Polizei habe nicht einmal beantragt, dass ihre Handys vorrangig geschaltet werden. Außerdem habe sie nicht entschlossen genug gehandelt, als der Tunnel gesperrt werden musste. Den Prozess zur Love Parade gibt es frühestens in ein paar Monaten. Aber ob die Stadt dann zur Ruhe kommt? Am Jahrestag in 2 Wochen gedenkt Duisburg der Katastrophe. Der Oberbürgermeister hat bereits mitgeteilt, er werde daran nicht teilnehmen. Seine Begründung: Er wolle die Gefühle der Angehörigen nicht verletzen. Eine Reportage aus Duisburg über das Jahr nach der Love Parade-Katastrophe sehen Sie hier am 1. übermorgen um 23:30 Uhr nach den Tagesthemen.